Willkommen zurück zu Digimon Story Cyber Sleuth Hackers Memory. Im letzten Part haben wir Aufträge von Mirei erledigt und ein bisschen trainieren können dadurch. Wir haben auch Dracomon ins Team genommen, das ist momentan Genryumon digitiert. Ziel ist aber daraus, ein Quadramon grün zu machen, das dann zu Groundramon wird und dann zu Breakdramon und dann irgendwann mit Wingdramon zu Examon digitieren kann. So, Navizan kehrt zurück, ist der Auftrag von Date. Es gibt Ärger in Shinjuku. Wir sollten verdeckt ermitteln. Hilfst du mir dabei? Na klar, warum nicht? Was ist geschehen? Ich gehe zu Date in Shinjuku. Oh, Matayoshi ist auch da. Ah, da bist du. Schön, dich zu sehen. Ich glaube, ihr kennt euch noch nicht. Das ist meine Kollegin Date. Ah, du bist Ryujis Freund. Aber du wirkst nicht besonders zuverlässig. Kommissar, sind Sie sicher, dass wir ihm trauen können? Keine Sorge, Rudi vertraut ihm. Mehr brauchen wir nicht zu wissen. Das stimmt wohl. Und wenn du uns in die Quere kommst, bist du raus. Paulins wird nicht. Ich erinnere mich, dass Ryuji gesagt hat, Matayoshi sei ein legendärer Kommissar, der früher als Shinjuku Matagi bekannt war. Er hat mir erzählt, wofür er so berühmt geworden ist, aber das war eine lange Geschichte und ich hab's vergessen. Ich kann es nicht glauben, dass ich mit dem legendären Shinjuku Matagi zusammenarbeite. Und interessant. Jetzt brauche ich einen Beinamen für Date. Wie wär's mit Einzelkämpferin von Kabukicho? Ja, das passt perfekt. Ich habe Talent dafür. Mhm. Auf jeden Fall. Herr Kommissar, sind Sie sich sicher wegen dieses Typen? Er sieht mir nach einem Witzbold aus. Ich schätze, wir werden es bald herausfinden. Kommt Ryuji nicht? Darf doch nicht wahr sein. Wär's lieber, Ryuji wäre hier? Ich sehe, woran du denkst, aber sag ein Wort und du wirst es bereuen. Los damit, ihr beiden. Der Verdächtige ist hier. Nein, bitte nicht, ey. Navizan, oh Mann. Das Ding schon wieder. Aber was hat es in Shinjuku verloren? Ich dachte, es würde in Ikebukuro spuken. Was ist los? Ja. Ein ähnliches Geschöpf hat dich durch Ikebukuro gescheucht? In unseren Berichten steht etwas anderes. Nach allem, was wir gehört haben, steht es den ganzen Tag völlig bewegungslos da. Es tut überhaupt nichts. Es ist, als würde es sich in Shinjuku nur die Zeit vertreiben. Wie gesagt, es ist wie eine Statue. Es scheint im Moment keine Bedrohung darzustellen. Jetzt ist das gar kein Fall für die Polizei? Doch, natürlich. Es fehlt bestimmt etwas im Schilde. Ein Drogendealer, ein Späher, ein Spion. Es könnte alles Mögliche sein. Das ist nur eine Werbefigur. Werbefigur? Quatsch. Nur seinen Blick an. Kein Amateur. Welcher Blick? Siehst du mich so an? Glaubst du, du wärst schlauer als die Polizei? Wenn du unbedingt verhaftet werden willst, das kannst du haben. Beruhige dich! Willst du Aufmerksamkeit auf uns lenken? Tut mir leid, Kommissar Matayoshi. Also Date ist wirklich die bekloppteste Figur in Cyber Sleuth. Was denn jetzt? Wir beiden, los, an die Arbeit. Untersuch den Verdächtigen, ohne ihn zu berühren. Wenn es dasselbe ist wie der in Ikebukuro, muss es etwas geben, das eine Reaktion provoziert. Verstanden? Ruhig und gelassen. Halte dich einfach normal. Das kann ich natürlich. Verstanden. Ruhig und gelassen. Ruhig und gelassen. Eieiei. Wo ist er denn? Navizan. Nein, wirklich, wo ist er? So, da hinten. Oh Mann. Ist das der Navizan, von dem alle reden? Du solltest lieber nicht mit ihm sprechen. Ich bezweifle, dass er überhaupt antworten würde, wenn du es versuchst. Er kommt als völlig unnahbar rüber. Ich weiß nicht, was das ist, aber es ist definitiv irgendwie komisch.
Hallo? Tankst du etwas Sonne? Oder arbeitest du gerade? Ist ganz schön fleißig, oder? Wir sollten uns beide nicht überanstrengen. Das mache ich auch gerade alles falsch. Wie ist es gelaufen? Hat also selbst dann nicht reagiert, als es dich gesehen hat. Es kann nicht dasselbe Ding sein wie in Ikebukuro. Ich glaube, du musst die Sache anders angehen. Nicht der Hellste, was? Mit anders angehen meint er, du sollst das Ding direkt provozieren. Passiert schon nichts. Wir behalten dich im Auge. Falls es Ärger geben sollte, sind wir gleich da. Hab ich nicht schon genug getan? Hör auf zu jammern und mach dich auf die Socken. Ah, das hätte ich fast vergessen. Du darfst nicht zuerst angreifen, sonst wäre eine Festnahme illegal. Ich muss dich wohl verwechselt haben. Du hast nicht zufällig einen Bruder Ikebukuro? Oha. Ich bekomme den starken Eindruck, dass er nicht angesprochen werden möchte. Ich schätze, ich habe keine andere Wahl. Jetzt hängt alles von mir ab. Was auch immer das heißen soll. Selbst alles nichts. Los geht's. Sein Aussehen verspotten. Wer zieht denn sowas an? Okay, es geht natürlich wieder mit seiner Grimasse. Dauert denn da so lange? Keine Ahnung, ich werde dir zeigen, wie das geht. Was treibst du denn da? Du wirst alles ruinieren. Wir haben alles probiert. Sieh da, wir möchten kurz mit ihnen sprechen. Und da rennt er davon. Ah, der will sich verdrücken. Hey, stehen bleiben. Wir dürfen ihn nicht entwischen lassen. Hallo, hast du ihn gesehen? Navi-san? Wenn du den komischen Typen mit dem Kostüm meinst, den habe ich gerade vor dem Gemischtwarenhandel gesehen. Da hat man natürlich sehr viel. Wo ist hier der Gemischtwarenhandel? Das sieht ganz gut aus. Was, der seltsame Typ? Ich habe ihn gerade in der Nähe eines Ladens für Anzüge gesehen. Ach, der seltsame Herr Navid. Ich habe ihn vor einem Bekleidungsladen mit dem Namen Koto gesehen. Vielleicht versteckt er sich irgendwo. Ich frage herum. Vielleicht weiß jemand was darüber. Ja, aber er kann ja anscheinend überall sein. Oh Mann. Das ist ein Bekleidungsgeschäft für Anzüge. Aber nicht das Bekleidungsgeschäft, was der andere meint. Das hieß ja Koto. Das Kim. Naja, anscheinend ist es hier richtig. Den Augenzeugen zufolge sollte der Verdächtige irgendwo in der Nähe sein. Herr Kommissar! Er ist irgendwo, richtig? Teilen wir uns auf! Er ist hinter mir. Meine Nerven. Ich trau mich nicht, mich umzudrehen. An der Stelle wäre ich nicht so anmaßend. Wenn du weiter nachbohrst, bist du tot. Das war deine erste und einzige Warnung. Jetzt verschwinde. Nichts gesehen oder gehört. Nicht vergessen. Wie ist es gelaufen? Überall gesucht, aber ich konnte ihn nicht finden. Da auch kein Glück.
Was ist mit dir? Nö, ich hab nichts gesehen oder gehört. Er ist entwischt. Dürfen jetzt nicht aufgeben. Sucht noch einmal. Verstanden. Ich werde die gesamte Gegend durchkämmen. Du kannst gehen. Jetzt ist es nur noch eine Frage der Zeit. Danke für deine Hilfe und grüße Yuji von mir. Bis dann. Was für eine doofe Aufgabe. Ich habe genau das gesagt, was Navi-san von mir wollte. Ich bin der Einzige, der zu dem er Kontakt aufgenommen hat. Sollte ich eigentlich Matayoshi erzählen, oder? Ich beobachte dich. Okay, gehen wir einfach nach Hause und vergessen diese Sache hier. Denke, das ist das Beste. Seltsame Aufgabe. Hat aber sicherlich irgendeine Bedeutung. Müssen wir mal herausfinden. So, jetzt schließen wir erstmal den Auftrag ab und dann müsste es mit der Story weitergehen, denn es gibt ja keine anderen Aufträge mehr. Aber Schwierigkeit 1 macht auf jeden Fall Sinn, denn wir mussten ja gar nichts machen. Jetzt bin ich gespannt. Mirei fragen, okay. Dann machen wir das. Huch, so ein trauriges Gesicht. Hast du dich verlaufen? Ich glaube schon. Geh zum Mecha-Forum. Anscheinend braut sich da was zusammen. Aber die Schicksale von mehreren Leuten treffen dort aufeinander. Geh nun und finde heraus, was ihr Schicksal ist. Was dein Schicksal ist. Komm ruhig wieder, wenn du dich verläufst. Zum Hacker-Forum. Okay. Dann gehen wir da mal hin und schauen, was uns dort erwartet. Ah ja. Heute ist euer Glückstag. Ein frisches Gomamon kam gerade rein. Ach, ich hätte gern Gomamon. Oh, süß. Na, beruhig dich. Seht ihr? Ist ja nicht ein quirliger Bursche. Dann haben wir nicht oft, also ist er etwas teurer als andere Einsteiger-Digimon. Aber er wird euch gute Dienste leisten. Schnappt ihn euch, sonst ist er weg. Ist jemand interessiert? Ich glaube, die alten Typen da drüben gehören zu einem starken Hacker-Team. Nimm dich in Acht. Ich glaube, sie heißen Black Silver oder so. Interessanter Name. Versuchst du, alte Leute abzuzocken? Schämst du dich nicht? Ich habe Lust, dir eine Tracht Prügel zu verpassen. Tut mir leid, ich verspreche, es nie wieder zu tun. Bitte vergib mir. Aha. Digimarkt ist so praktisch. Für neue Hacker, die nicht wissen, wie man umwandelt, ist er eine große Hilfe. Hast du das Gerücht über die Hacking-Fähigkeit Tarnkappe gehört? Kann sich dabei in Kowloon bewegen, ohne von Hackern gesehen zu werden. Aber sie können dich sehen, wenn sie gerade an Alarmbereitschaft sind, wie zum Beispiel während einer Revierübernahme. Was? Wir? Gefährlich? So etwas Verrücktes habe ich noch im Leben nicht gehört. Also was ich schon ein bisschen auffällig finde, ist, dass mir hier gesagt wird, was von der Tarnkappe. Aber sonst ist hier halt gar nichts. Komisch. Geh nochmal zu Mirei und sonst bin ich ahnungslos. Oder ist hier noch was? Ah, okay. Fälle von Befürwortern und Gegnern des Digimarkts. Ätzend. Kiske könnte uns wirklich helfen. Dafür gibt es sogar einen Speicher ab. Das mache ich auf jeden Fall. Trotzdem noch eben zu Mirei. Denn der Auftrag, der jetzt reinkam, der hat schon was damit zu tun, oder? Deine Schicksalsstunde ist noch nicht gekommen. Löse noch ein paar Fälle und vertiefe das Verhältnis zu deinen Freunden und Digimon. Jetzt sagt mir immer, was ich machen muss, wenn ich nicht mehr weiter weiß. Und jetzt muss ich eben den Fall erledigen. Na gut, ist in Ordnung, machen wir das. Ist ja nicht verkehrt. Und für einen Speicher mache ich das ja sehr gerne. Erika ist einfach
3 Meter weiter hinter der Tür und wir nehmen jetzt digital Kontakt zu ihr auf. Macht Sinn. Ich sehe, hast du den Marktfall angenommen? Komm in mein Zimmer, dann erkläre ich dir die Einzelheiten. Okay. Sie erkennt selbst, wie dumm das gerade war. Da bist du ja. Warte, ich habe meinen Bruder und Chito gerufen. Erika, was gibt's? Mehrere Fälle, die mit dem Markt zu tun haben, wurden gleichzeitig an der Anschlagtafel ausgeschrieben. Ich möchte besprechen, wie wir damit umgehen sollen. Du bist dran, Wormon. Ich fange mit dem ersten Fall an, der Eingang. Er stammt von einem Hacker namens Kotaro. Das ist barbarisch. Digimon werden auf dem Schwarzmarkt misshandelt und wie Objekte verkauft. Helft mir, den Schwarzmarkt zu zerstören. Ein weiterer Fall stammt von einem Hacker namens Sosuke. Eine Gruppe, die den Markt Digimon zerstören will. Wir wollen sie aufhalten. Aber wir sind zu wenige. Helft ihr uns? Wir haben also Fälle von Leuten, die den Digimarkt loswerden wollen und von Leuten, die den Digimarkt retten wollen. Muss ich mich jetzt entscheiden? Das kommt ab und zu vor. Wir sind in einer ziemlich einmaligen Position. Beide Fälle liegen fürs Erste auf Eis. Ernst zu nehmen, ohne erst darüber zu sprechen, hätte ernste Probleme verursacht. Was sollen wir also tun, Ryuji? Handel mit Digimon ist illegal und mehr als nur ein bisschen unmoralisch. Aber wie ich schon gesagt habe, gäbe es Kowloon ohne solche Leute nicht. Wir dürfen uns nicht da hineinstürzen, nur weil Einzelne das eine oder das andere für gerecht halten. Wir müssen uns das gut überlegen. Ich finde, wir sollten Kotaros Fall annehmen. Hudi stehen doch schließlich für Gerechtigkeit ein, oder? Digimon so zu behandeln, ist eine Schande. Hört mich schon lange, vor allem, weil ich so stolz auf meine Arbeit bin. Wie mein Bruder schon sagte, ich glaube, dass Kowloon solche Gruppen braucht. Was dort intern passiert, mag zwar unschön sein, aber das ist doch kein Grund, sie zu zerstören, oder? Beide Seiten haben gute Argumente. Es gefällt mir nicht, zwischen den Stühlen zu sitzen, aber ich kann mich einfach nicht entscheiden. Warum lassen wir nicht Keisuke entscheiden? Das ist eine gute Idee. Ja, voll. Macht auch total Sinn, Keisuke entscheiden zu lassen. Wir sind in Kowloon bekannt, also könnte es kompliziert werden, wenn wir uns darum kümmern. Stimmt. Du bist neu hier. Auf welche Seite du dich schlagen willst, es wird keine großen Wellen schlagen. Was meinst du dazu, Ryuji? Das könnte funktionieren. Wir übergeben ihm einfach beide Fälle. Oh Mann, jetzt muss ich mich echt entscheiden. Du gehörst zu Hudi. Es liegt an dir, welche Seite wir unterstützen. Hör dir an, was beide zu sagen haben und triff dann deine Entscheidung. Keine Sorge, was auch passiert, wir unterstützen dich. Okay. Dann muss ich das wohl machen. Wie Ryuji meinte, werde ich mir erst einmal anhören, was beide Seiten zu sagen haben. Ich fange mit Kotaro an, der zu denen gehört, die den Markt loswerden wollen. Ich habe Wormon gefragt, aber es hat keinen Aufenthaltsort genannt. Vielleicht finde ich ihn auf dem Schwarzmarkt. Ich sehe mich im Hackerforum auf dem Markt um. Dann mach das doch. Wieso muss ich jetzt erst da hingehen? Ach, Keisuke, manchmal machst du das selbst und manchmal muss ich das machen. Ich verstehe es nicht. Oberteil, bist du von Hudi? Ich bin Kotaro. Ich habe euch einen Fall geschickt, aber keine Antwort bekommen. Nehmt ihn an? Wenn du mir mehr darüber sagen kannst? Willst du dir anhören, was ich zu sagen habe, bevor du dich entscheidest? Wozu? Sie sind eindeutig böse. Wenn du erstmal hörst, was die alles anstellen, wirst du genauso erpicht darauf sein, sie zu vernichten wie ich. Bestimmt hast du davon gehört, wie schlecht die Digimon auf dem Schwarzmarkt behandelt werden. Sie werden in winzige Käfige gehalten und werden nicht genug gefüttert. Und wenn kein Platz mehr da ist, entsorgen sie die Digimon, ohne mit der Wimper zu zucken. Sie löschen sie einfach. Viele Hacker sind Digimon nicht mehr als Computerprogramme, aber es handelt sich um Lebewesen. Das ist verachtenswert, wie man es auch dreht und wendet. Darum will ich sie unbedingt retten. Du musst mir helfen. Oder unterstützt du dir den Markt? Habt ihr einen Fall von jemandem namens Sosuke angenommen? Hast du einen Fall an der Anschlagtafel gesehen? Habt ihr auf seine Seite geschlagen? Dann denkt ihr also noch darüber nach. Ich schätze, ihr seid in einer verzwickten Lage. Aber denkt gründlich darüber nach. Ihr wollt doch nicht in den Ruf geraten, Verbrecher zu unterstützen, oder? Nein, also helft uns, die Digimon zu retten. Wir tun es morgen Mittag. Wir erwarten dich. Ich muss sagen, Kotaro hat recht. Egal, was dieser Sosuke jetzt sagen wird. Müsst ihr euch Erika fragen, ob er... Na, okay. Was ist los?
wo Sosuke ist? Er hat vergessen, es an der ATL anzugeben, aber er hat gerade eine E-Mail geschickt. Er ist im freien Bereich in Eden. Ich habe ihm gesagt, dass du unterwegs bist. Okay. Dann also zum freien Bereich. Ah, das war der Eingang, ich bin dumm. So. Da ist Sosuke. Du bist bestimmt von Hoodie, oder? Erika meinte, ihr hättet gegensätzliche Fälle zum Digimarkt bekommen und wollt beide Seiten anhören. Ich nehme an, ihr habt schon von denen gehört, die das Ende des Digimarkts herbeisehen. Gut, dann lasst uns unsere Seite der Geschichte erzählen. Wir wollen nie Unruhe stiften, aber die Gruppe, die den Digimarkt abschaffen will, hat uns keine Wahl gelassen. Zwischen dem Markt und den Hackern besteht eine Beziehung, die auf Angebot und Nachfrage beruht. Wir wollen Programme und sie werden dort verkauft. Was ist so schlimm daran, wenn Hacker mit Hacker-Tools handeln? Digimon sind Tools, die dazu da sind, dass man sie einsetzt. Und jetzt gibt es eine Gruppe, die Ärger macht und solchen Blödsinn verzapft, wie das Digimon-Lebewesen wären. Falscher geht's nicht. Aber wir bitten dich nicht darum, sie zu vernichten. Wir möchten nur, dass du sie verjagst, damit der Markt bestehen bleiben kann. Hey, Sosuke! Wir wollen Digimon morgen Mittag angreifen. Die Zeit davon. Monat, ich muss weg. Aber bitte geh morgen mit zum Digimarkt im Hackerforum. Ich bin überzeugt, dass du uns unterstützen wirst. Ja, davon bin ich nicht überzeugt, denn Digimon sind nicht einfach nur Tools, sondern wirklich Lebewesen. Utah, der Digimon für Lebewesen hält und den Digimarkt zerstören will. Oder Sosuke, der Digimon für bloße Programme hält und den Digimarkt erhalten will. Welche Seite soll ich mich entscheiden? Hey, Keske. Was tust du so spät noch hier? Die anderen sind alle nach Hause gegangen. Ich dachte, Erika wohnt in dem Zimmer, aber okay. Ich frage mich, ob Erika noch in ihrem Zimmer ist. Ah, ich glaube, sie ist noch da. Ach, ich werde mir die Sache einfach allein überlegen. Oder auch nicht. Morgen ist ein wichtiger Tag, ihr sollt nach Hause gehen. Hast du dich entschieden, welchen Fall du annehmen willst? Ja. Also, du würdest dich damit quälen. Aber ich schätze, ich hätte mir keine Sorgen machen brauchen. Falls du dir immer noch nicht sicher wärst, gäbe es auch die Option, keine Seite zu unterstützen. Soll es helfen, wem auch immer du zustimmst. Entscheide einfach selbst und geh los. Es wird einen Dominanzkampf geben. Nimm 3 Mitstreiter mit. Okay. So, Hackerforum. Du bist also Sosuke, was? Du willst uns davon abhalten, den Markt zu verwüsten? Ganz schön nerven. Wir wollen etwas verteidigen, woran wir glauben. Ihr wollt den Digimarkt wegen irgendeinem Unsinn zerstören. Überlegt euch das lieber. Ihr seid so fehlgeleitet und selbstgerecht, dass ihr gar nicht an die Leute denkt, die den Markt nutzen. Woran denkt ihr? Bestimmt nicht an die Gefühle der Digimon, die hier täglich schwer misshandelt werden. Digimon sind nur Tools. Die wie Lebewesen zu behandeln, ergibt gar keinen Sinn. Wie es aussieht, werden wir uns darüber nie einig. So scheint es. Dann gibt es nichts mehr zu sagen. Los, zerstört den Digimarkt. Befreit alle Digimon aus ihren Käfigen. Angriff, haltet sie auf! Ich geht's rund. Ich muss mich sofort für eine Seite entscheiden. Ja, dann verwüsten wir mal den Markt. Es ist die einzig richtige Entscheidung. Auch wenn das vielleicht irgendwelche noch Konsequenzen für mich haben wird. Ich wusste, du würdest die richtige Wahl treffen. Was machen wir jetzt, Sosuke?
Schade, dass er sich nicht dazu entschieden hat, uns zu helfen, aber das ändert nichts. Wir müssen standhaft bleiben. Wir lassen euch damit nicht durchkommen. Los geht's. Wir werden auf keinen Fall verlieren. Angriff! So. 35 Punkte brauchen wir. Na gut. Legen wir mal los. Interessante Digimon hat Kotaro. Und sein Freund, oh ja auch. Yogremon und Gaogamon. Bisher war es jetzt nicht so spannend. Dann gönne ich mir erstmal hier die 5 Punkte. Auch wenn wir dafür jetzt angegriffen werden. Aber das sollten wir eigentlich hinkriegen. Das Problem ist, dass ich gerade kein Serum-Digimon dabei habe. Und das ist schon problematisch. Autsch! Ich kann erstmal versuchen, Meramon zu besiegen. Geht noch ein bisschen besser. Und ein Pyroschlag. Dann ist das besiegt, auf jeden Fall. Und wir konnten unsere Punkte verteidigen. Schon wieder angegriffen. Die machen insgesamt schon guten Schaden. Das ist so ein bisschen mein Problem. Ja, und das werden wir nicht besiegen können, das Tankmon. Dafür machen wir nicht genug Schaden. Auch mit der Combo nicht. Oh, vielleicht doch. Uns ist in Panik, aber das bringt nichts. Das ist total egal. Aber der Pyroschlag könnte es jetzt entscheiden. Ja, perfekt. Ich hole mal hier hinten die 5 Punkte. Ja, aber auch. Ich muss eigentlich hier unten bleiben, sonst... Ja... Werden mir die Punkte geklaut. Ich kann allerdings auch hier hingehen und versuchen, Sosuke zu besiegen. Ich werde es nicht schaffen, aber ich kann ja wenigstens ein bisschen Schaden hinterlassen. Das ist aber wirklich wenig. Körperentzug ist egal. Und Zerstörungskanone 2 sollte auch nicht so schlimm sein. So, der Kampf war kein Erfolg, aber wir sind wieder auf unserem Fleck. Und können auf jeden Fall diese Runde Devimon besiegen. Und um Sangloopmon kümmern wir uns dann einfach in der nächsten Runde. Panikhauch. Oh, bitte nicht. Na gut. Man ist angegriffen. Und jetzt noch mit Agunimon auf Sangloopmon gehen. Braucht jetzt nicht so viel, reicht aber total. Oben aber die 5 Punkte sichern. 21.
Und ein weiteres Mal werden wir angegriffen. Aber es gibt nur noch Guadromon. Ich habe halt keine SP mehr. Und nicht so toll. Jetzt kann ich auch keine einsetzen. So, hier hin, dann kann ich mir wieder gleich 5 Punkte holen. Wenn nicht verkehrt ist. Jetzt geht nicht mehr so viel. Dann greife ich mal normal an. Immer noch sehr viel Schaden. Kritischer Treffer, sehr schön. Reicht es vielleicht? Ja, perfekt. Soske besiegt. Problem, sie werden sich jetzt da unten die 5 Punkte holen. Außer ich gehe dorthin. Aber da, doch, das ist ganz gut. Holt er sich da oben die? Das ist nicht so schlimm. Und jetzt hier oben die. Das brauchen nur noch 6 Punkte. Oh, verdammt, was viel Schaden gemacht. Mhm. Und jetzt haben wir mit beiden Typ-Nachteil. Ach, ist das ärgerlich. Zahnangriff. Phönixfaust. Und Knöchel des Himmels, aber macht alles nicht viel. Ja, schade. Was macht jetzt hier Sinn? Lass mal diesen Punkt holen. Habe ich nämlich 30. Dort kann ich nicht gehen, schade. Gehe ich jetzt hier hin? Der kann jetzt nur unten das Käse angreifen, das ist aber nicht schlimm. Nicht so richtig zumindest. Den besiegen sollten. Na, ich glaube, es reicht doch nicht. Das war jetzt irgendwie nicht so schlau. Ist egal, dann ist es eben unentschieden. Warum ich das jetzt mache, weiß ich gar nicht. Ich versuche mal Togemon zu besiegen. Das wird niemals reichen. Die sind einfach total im Nachteil vom Typ. Ich muss besser mal den Luska angeschlossen, dann wäre es nicht ganz so schlimm. Naja. Im Grunde brauche ich nur 5 Punkte und dann habe ich ja gewonnen. Ah, nein! Ah, war das dumm. Ich hole mir erstmal hier oben die 5 Punkte. Kriege ich diesmal auf jeden Fall. Normaler Angriff. Verrückter Tanz, nicht sehr effektiv, sollte aber reichen. Oh, bitte. Ah! Oh, ich werde ja nie fertig hier. Ja, der wird hier nicht durchkommen. Der wird zwar Schaden machen, und zwar viel. Aber der wird nicht gegen
Kotaros Digimon gewinnen. Angemon gegen Devimon, alles klar. Ja, wenn man im Typ-Vorteil ist, dann ist das alles ein bisschen einfacher. Ich muss den hier angreifen, aber das schaffe ich nicht. Ah, ist das alles blöd. Ich bin hier total verrannt. Ich glaube, X-Halung ist hier die bessere Wahl. Ob das Angemon noch besiegt wird. Ah, okay. Ja, das wird alles hier ein bisschen problematisch. Kommt der schon wieder? Aber diesmal hat er keine Chance. Also diesmal besiege ich ihn ja wohl. Ja. Meine ich doch. Ich versuch's mal. Einfach hier hingehen. Und der geht jetzt wohin? Ich glaube, mir da den einen Punkt. Ist aber egal, ich hol mir hier die 5 Punkte. Ich glaube, der mal gleich da oben die. Ah, ist das alles. Und das, ja, ist das Ende. So schwer war es schon lange nicht. Ich kann mal eben hier die 5 Punkte holen. Holt er sich da oben? Nee, er greift an, okay. Aber er kann uns nicht besiegen, oder? Nee, besiegen kann er uns nicht. Das ist wirklich... Tut mir auch leid, dass das alles hier so lange dauert, aber... Ich komme hier einfach nicht durch. Kann ich das schaffen gegen ihn? Das schaffe ich eher. Denn ich kann einmal... Ja, genau. Perfekt. So, 34. Ich brauche nur noch einen Punkt. Gewinnt er? Nee, nee, er wird nicht gewinnen. Ist egal. Hauptsache, ich kann hier dann Lukman besiegen. So, jetzt brauche ich nur noch einen Punkt und den kriege ich, weil ich jetzt einmal ziehen kann. Und ich kann einfach hier hingehen, das reicht. 35 Punkte. Wow. Ja, das war jetzt nicht so souverän gelöst, aber wir hatten einfach auch sehr viel Pech mit den Typen. In Ryumon hat schwerer Schlag gelernt. Okay. Puh. Ja, wir haben gesiegt. Vorwärts. Vorwärts. Stürmt den Digimarkt. Utaro, alle Digimon sind frei. Sie sind nach Kowloon entkommen. Gute Arbeit, Leute. Vielen, vielen Dank. Sie waren stark. Ohne dich wäre das für uns ein viel härterer Kampf geworden. Ja, das glaube ich. Die meisten Händler sind anscheinend weg. Aber wir lassen sie laufen.
Den Markt gibt es nicht mehr. Nun müssen die Digimon nicht mehr in der Angst leben, in Käfigen eingesperrt oder gelöscht zu werden. Ja, als Zeichen unserer Dankbarkeit. Das Honorar für den Fall erscheint mir nicht ausreichend. Meisterdeckung, okay. Bitte greif zu. Wie gesagt, das ist ein Zeichen unserer Dankbarkeit. Vielen Dank für deine Hilfe. Willkommen zurück. Der Klient hat mich informiert, dass der Fall abgeschlossen wurde. Und wenn alle meine Fälle erledigt, aber bevor du gehst, erzähl mir, was passiert ist. Wow, ganz schön heftig. Ich glaube, es gab dieses Mal keinen richtigen Weg. Beide Meinungen waren gleichermaßen berechtigt und beide Seiten haben für ihre Überzeugung gekämpft. Ich finde, die eine Seite war gar nicht berechtigt. Menschen können sich darüber streiten, solange sie wollen, aber die einzigen, die wirklich wissen, was Digimon fühlen, sind Digimon. Wer recht hat und wer falsch liegt, hängt nur von deinem Standpunkt ab. Aber was glaubst du? Glaubst du, dass Digimon Lebewesen sind oder nur Tools? Ich glaube, ich habe mich schon entschieden. Du musst nicht sofort antworten. Okay, aber was ist diese Meisterdeckung? Ist das ein Ausrüstungsgegenstand? Scheint. Doch hier. Jeglicher Schaden minus 10%. Okay, nicht schlecht. Leute, im nächsten Part geht's weiter. Ich freue mich darauf, ich hoffe, ihr seid dabei. Und bis dahin, wie immer, alles Gute.